Willkommen bei meinen Dota 2 Tutorials. Ich möchte euch hier ganz kurz erklären, wie denn die Trainingsmission, die Trainingskampagne bei Dota 2 aufgebaut ist. Wenn ihr das Spiel nämlich zum ersten Mal startet, könnt ihr noch nicht wirklich online mit anderen Leuten spielen. Ihr könnt zwar schon zuschauen hier oben, wo ihr die Optionen habt, dass ihr bei Live-Partien zuschauen könnt, wie andere Leute spielen. Bekommt ihr vielleicht einen kleinen Überblick über die Charaktere und über die Fähigkeiten und das Zusammenspiel in Dota 2. Aber selbst spielen kann man erst, wenn man einen Teil der Trainingsmission abgeschlossen hat. Damit möchte Valve eigentlich nur, dass sich die Spieler, die sich jetzt hier in, sag ich mal, in die Schlacht tummeln, auch etwas von dem Spielprinzip verstehen. Daher möchte ich euch hier ganz kurz zeigen, wie denn diese Tutorial-Mission aufgebaut ist und diese mal ein bisschen durchspielen für euch. Solltest du natürlich schon etwas mehr Erfahrung haben oder das Spiel schon gespielt haben, ist dieses Tutorial vielleicht nicht gerade das beste Einstiegstutorial für dich. Hier wird einfach nur gezeigt, wo man jetzt hinlaufen soll. Findet den Wachposten, steht jetzt dort. Dann laufen wir mal weiter. Man wird also die ganze Zeit von Sprechblasen und befreundeten Alliierten so gesehen an das Spiel herangeführt. Swift. By the honor of the ancients. Dragonite. I need no steed. Who calls the Dragon Knight? By the shield of Slayer. You need no gold. My armor grows stronger. Oh, schon haben wir ein Level up. By my Dragon Charge. Im Tutorial braucht man auch nicht wirklich viel einstellen, ist einfach nur so, dass man halt gezeigt bekommt, calls the Dragon Knight. Hier wird einem jetzt das Menü gezeigt. Man hat halt nachher später auch im Spiel immer Händler auch auf den Maps so gesehen, auf den Karten, wo man Sachen kaufen kann. Und hier zeigen sie uns jetzt ganz kurz, was man jetzt kaufen soll, wie man die Gegenstände aktivieren kann. Ja. Compelled to battle. Dragon to the fray. Yes. Of course. Forward. Our shields shall clash. We cross swords. Es gibt jetzt hier auch passive Fähigkeiten, also die Fähigkeiten sind hier unten auch relativ gut beschrieben. Sobald jetzt hier kein Buchstabe davor steht, so wie jetzt hier, ist es halt eine Fähigkeit, die passiven Faktor hat, wo man sich halt also keine Sorgen machen muss, man den Bonus einfach erhält,
Gerade auch zu Anfang ist es wahrscheinlich wesentlich leichter, mit Charakteren zu spielen, die mehr passive Fähigkeiten haben als aktive, weil man sich so einfach mehr um die Bewegungen, um die Angriffe hier oben auf dem Bildschirm fokussieren kann, als jetzt auch noch mit den Tasten, sag ich mal, im Kampf später zu agieren. Attack! I'll melt your skull. Dragonite. We cross swords. Yes. Yes. Ja, und schon belohnt uns der Vogel. Weil wir uns hier frei geschlagen haben und die Seite hier von den Gegnern befreit haben. Links habt ihr dann halt immer auch eine kleine Übersicht, was ihr jetzt als nächstes tun sollt. Wir wollen wieder zurück. Wir sollen uns noch ein paar Upgrades kaufen. Da haben wir nicht genug Geld. Also müssen wir nochmal weiter. Genau, verdient weitere 185 Gold, damit ihr euch das Halsband oder Armband leisten könnt. Reif, also wird es eher ein Armreif sein. Swiftly. Forward. I need no steed. Hier sieht man ja zum Beispiel einen weiteren Helden. Also es gibt hier the Keeper of the Light. Hier gibt es dann verschiedene Helden später, die ihr auswählen könnt. Und hier haben wir schon mal einen Mitstreiter, der jetzt mit dabei ist. Ihr merkt auch gerade, man kriegt gar kein Geld, wenn man die Minions nicht last hittet. Also Erfahrung kriegt ihr immer weiterhin, aber ihr müsst halt probieren, wirklich die Minions hier last zu hitten. Das heißt, einfach nur wahllos drauf losschlagen, bringt euch im Endeffekt weniger Geld, als wenn ihr gezielt den letzten Schlag auf diese Minions ausführt. Weil genau dann kriegt ihr auch das Geld. Ja, wir haben jetzt das Gold zusammen. Wir könnten uns jetzt eigentlich dieses Serpent kaufen. Was ihr auch merkt ist, wenn man ein bisschen zurückgeht und dann tanken die anderen Charaktere, tanken eigentlich den Damage. Also man muss nicht alleine den gesamten Damage tanken. Man kann auch die Minions und andere Leute vorlaufen lassen. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz zum Shop und kaufen uns das Upgrade, damit das Tutorial auch weitergeht. Swiftly. I'll melt your skull. Attack. By my blade. Je nachdem, wie ihr euch anstellt, dauert es dann natürlich hier ein bisschen länger oder auch nicht so lange. Warum kann ich mir das nicht kaufen? Siehe Anleitung. Achso. Ja, hier wird jetzt kurz gezeigt, dass man halt immer mehrere Sachen auch upgraden kann. Also wir upgraden jetzt hier so gesehen den Armreif mit den Handschuhen und erhalten dann einen besseren Armreif bzw. eine bessere Rüstung. Daneben war auch noch was gewesen, das war so gesehen der kleine Blueprint, also die Anleitung dazu, wie man das macht. Diese Anleitungen braucht ihr aber erst am Ende eures Gegenstandes, weil es bringt nichts, wenn ihr euch zu Anfang gleich die Anleitung kauft und gar nicht mehr Attributspunkte habt, weil ihr kriegt ja mal Bonus auf die Attributspunkte wie Angriff, Magiepunkte oder Geschwindigkeit, Rüstungswert und es macht hier halt keinen Sinn, gleich zu Anfang
den Blueprint zu kaufen, der zwar günstig ist, aber euch so gesehen keinen Vorteil verschafft. Ja, jetzt nächste Mission ist jetzt erreicht Level 6. Wir sind gerade Level 4. Auch da probieren wir jetzt hier die Gegner zu last hitten. Einfach aus dem Grund, weil wir dann wesentlich mehr Erfahrung kriegen. Und immer die Minions wirklich auch vorlaufen lassen. Weil es bringt nichts, wenn ihr euch vorne hinstellt und den ganzen Schaden fangt von den Gegnern. Weil somit seid ihr einfach nur wesentlich schwächer als andere Helden in dem Spiel. Und gerade im späteren Multiplayer. Oh, 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 jetzt kriegen wir ganz schön Schaden rein. Na los. Ich hoffe nur, dass er sich auch immer mal selber heilt, weil wenn er mal so weit vorne rumsteht, fällt er mir nachher noch schneller um als ich. Steel wins battles, gold wins wars. Compelled to battle. Dragon Eye. We cross swords. The dragon waits. Hier auch nochmal der Hinweis von dem Vogel, dass wir die halt last hitten sollen. Wormblade cuts deep. Strength is victory by my blade. Dragon to the front. Ja, jetzt sollen wir uns hier verwandeln. I discharge my first blood. Und Glückwunsch, wir haben das erste Tutorial